Hummus, Kichererbsenbrei. Im Istanbuler Restaurant von Nisabitar darf dieses syrische Nationalgericht genauso wenig fehlen wie frisch frittierte Falafel. Er kommt aus Syrien und auch die Kunden sind überwiegend Syrer. Ins Nachbarland Türkei geflohen vor dem Bürgerkrieg. Ich liebe es zu kochen und in der Küche zu stehen. Und gleichzeitig will ich damit meinen syrischen Landsleuten dienen. Sie vermissen hier in der Türkei so viel, vor allem unser Brot und unsere Gerichte. Vor 4 Jahren kam Bitar mit 2 Koffern aus Damaskus in die Türkei. Assads Geheimdienst war hinter ihm her. Mit dem Restaurant wollte er noch einmal von vorn anfangen und gleichzeitig der wachsenden Zahl von jungen Flüchtlingen eine Perspektive bieten. Sie sollen nicht auf der Straße leben müssen. Sie sollen eine menschenwürdige Arbeit haben. Wir Älteren haben so viel leiden müssen. Den Jungen soll es jetzt besser gehen. Inzwischen besitzt Bitar in der Istanbuler Innenstadt 6 weitere Restaurantfilialen. Nicht die einzigen syrischen Geschäfte am Bosporus. Großstadtleben statt Flüchtlingslager. Immer mehr Syrer suchen ihr Glück weit weg von der syrischen Grenze. Die türkische Regierung duldet das. Doch nicht allen Flüchtlingen gelingt ein Neuanfang in der Türkei. Die 10-jährige Khadija versucht, sich an die Buchstaben zu erinnern, die sie einmal gelernt hat. Nur 1 Jahr lang konnte sie in ihrer Heimatstadt Aleppo in die Schule gehen. Dann kam der Krieg. Ein paar Wörter kann ich schreiben, auch einen einfachen Brief. Aber ich will richtig lesen und schreiben lernen. Und zwar in einer echten Schule. Stattdessen sitzt sie mit ihrer Mutter und ihren 3 Geschwistern in einer feuchten Kellerwohnung in einem Istanbuler Vorort. Der Vater arbeitet als Tagelöhner. Umgerechnet knapp 400 Euro bringt er im Monat nach Hause. Zu wenig, um Khadija den Besuch einer privaten Flüchtlingsschule zu ermöglichen. Immer wenn ich in Istanbul an einer Schule vorbeikomme, werde ich traurig, weil ich meine Kinder nicht in eine Schule schicken kann. So gesehen haben sie schon 4 Jahre ihres Lebens verloren. Immerhin, die türkischen Behörden haben Flüchtlingen wie den Kurdis Ausweise ausgestellt, die ihnen kostenlose Arztbesuche ermöglichen. Doch gegen die Kälte, die durch die notdürftig verhängten Fensterlöcher dringt, und gegen das Heimweh hilft kein Arzt. Ich vermisse meine Heimat sehr. Vor allem meine Nachbarn in Aleppo und meine Wohnung. Ich weiß nicht, in welchem Zustand sie ist. Ich bin hier in der Türkei sicher, aber kein Land ist so schön wie mein Syrien. Allein in Istanbul leben inzwischen über 300.000 Flüchtlinge. Nicht nur aus Syrien, sondern auch aus dem Irak. Wer Ablehnung erfahren und keine Arbeit gefunden hat, der will meist weiter nach Westeuropa. Dafür brauchen sie Schlepper, die sie über die Grenze nach Griechenland oder Italien bringen. Wir rufen bei einem syrischen Schlepper in der türkischen Hafenstadt Mersin an. Wir geben uns als Interessenten aus. Es kostet $4.800 pro Person. Normalerweise nehmen wir zwischen 5.000 bis 5.500. Das Schiff ist 77 Meter lang, ein Cargoschiff, das bei jedem Wetter in See stechen kann. Dieses Mal werden 1.000 Passagiere an Bord sein. Der Kapitän wird das Schiff nicht verlassen, keine Sorge. Der bekommt sein Geld erst, wenn alle Flüchtlinge am Ziel angekommen sind. Der Mittelmeerhafen Mersin, knapp 1.000 Kilometer südlich von Istanbul, ist der Umschlagplatz für Schlepper. Einst waren es Fischerboote, mit denen die Verzweifelten die Überfahrt nach Europa wagten. Jetzt sind es schrottreife Lastschiffe. Dieser ehemalige Journalist aus Damaskus, der nicht erkannt werden will, möchte mit Hilfe eines Schleppers weiter nach Europa. Er besitzt keinen Pass mehr. Frau und Kinder sind im Libanon. Nun versucht er, Geld aufzutreiben für die Überfahrt, obwohl er das Risiko kennt. Wer vor dem Tod flieht, den kümmern die Gefahren nicht. Und Europa zwingt mich dazu, mich in die Hände von Schleppern zu begeben. Einen legalen Weg gibt es ja nicht. Wahrscheinlich fahre ich erst mal alleine und hole meine Familie erst nach, wenn ich in Italien oder anderswo anerkannt bin.
Nisar Vitar wird in Istanbul bleiben. Araber und Türken stünden sich schließlich kulturell und religiös sehr nahe. Er fühlt sich in der Türkei inzwischen wohl. Das ist das Land, das uns aufgenommen hat, wo wir in Frieden leben können, das dafür sorgt, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und medizinische Versorgung bekommen. Die Türkei ist doch unsere Hoffnung. Nur wenige der 1,6 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei haben so viel Glück und Unternehmergeist wie Nisar Bitar.